Die Hersteller von Fitness-Trackern und Sportuhren werben seit neuestem nicht nur mit der Analyse von Puls, Sauerstoffsättigung oder dem Schlafverhalten, sondern aktuell ganz intensiv mit Sensoren zur Messung der Herzfrequenzvariabilität, kurz HRV. Wenn Sie genauso wie der Ochs vorm Berg stehen, was man mit der HRV anfangen kann, dann sind die folgenden drei Fragen, drei Antworten für Sie richtig, zu denen ich Sie und unseren Gast herzlich begrüßen möchte. Er ist Forscher in der Abteilung Leistungspsychologie der Deutschen Sporthochschule Köln, Privatdozent Dr. Sylvain Laborde. Guten Tag nach Köln. Guten Tag. Die Heart Rate Variability, die Herzfrequenzvariabilität. Können Sie uns in 2 bis 3 Sätzen erklären, was das überhaupt ist und wieso die HRV für Sport und Gesundheit so von Bedeutung ist? Sehr gerne. Herzfrequenzvariabilität bedeutet der Unterschied in zeitlichen Abstand zwischen folgenden RR-Abständen. Es heißt, wir denken zum Beispiel, wenn unsere Herzfrequenz also mit 60 Schlägen pro Minute von Bedeutung ist, wir haben nicht so eine Sekunde Abstand zwischen folgenden Herzschlägen, sondern also immer unterschiedliche Abstände. Und zwar vielleicht manchmal 950 Millisekunden und dann 1050 Millisekunden. Das ist immer unterschiedlich. Und genauso rechnen wir die Herzfrequenzvariabilität. Warum ist diese Herzfrequenzvariabilität für Sportler und für Gesundheit auch wichtig? Variabilität ist allgemein eine Anpassungszeichen. Es heißt, wenn mehr Variabilität, dann kann ich mich auch besser anpassen an alle Herausforderungen. Es heißt zum Beispiel für Sportler, ich werde mich besser erholen vom Training. Und deswegen ist jetzt bezüglich mit Wearables, dann wir können sehr gerne unsere Herzfrequenzvariabilität so tracken, weil dann jeden Tag können wir gucken, wie unser Körper an Training reagiert. Und dann können wir auch wissen, wie fit wir sind. Wo sehen Sie die größten Forschungslücken in Bezug auf die aktuelle HRV-Forschung? Wir arbeiten ganz viel mit Herzfrequenzvariabilität mit Ruhemessungen bis jetzt. Es heißt zum Beispiel morgens, also vor dem Aufstehen, im Liegen. Und das ist für mich noch nicht ganz zufrieden, weil eigentlich wir brauchen mehr von Reaktionen. Weil ich erkläre, was ich mit Reaktion bedeute. Und zwar, wir brauchen die Reaktion von unserem Körper an unterschiedliche Stressoren, körperliche Stressoren und mentale Stressoren. Und was ganz praktisch, ganz einfach zu tun ist, zum Beispiel mit Herzfrequenzvariabilität, ist der sogenannte orthostatische Test. Mit einem orthostatischen Test fange ich erstmal im Liegen und dann werde ich so aufstehen. Und dann mein Körper muss Blut im Körper ganz anders verteilen und schnell anders verteilen. Und unsere Herzfrequenzvariabilität ist so ein Marker von dieser Effizienz, wie gut mein Körper schafft das sozusagen. Also für Sportler brauchen wir mehr von diesen standardisierten Tests, die uns helfen zu verstehen, okay, wie gut mein Körper reagiert an solche Stressoren und wie fit bin ich überhaupt hier. Die meisten Fitness-Tracker und Uhren, ich habe schon gesagt, oder Apps zeigen inzwischen eigene HRV-Werte an oder sie behaupten es zumindest. Wie valide sind diese denn und inwiefern kann ich diese Daten denn nutzen? Da muss man schon vorsichtig vorgehen. Was macht HRV so interessant? HRV ist für uns, so für Sportler, für Gesundheit sehr interessant, weil es steht direkt in Verbindung mit unserem autonomen Nervensystem und zwar mit unserem parasympathischen Nervensystem. Es heißt, dieser Teil von autonomen Nervensystem, der sehr wichtig für Selbstregulation, Entspannung, Erholung ist. Und damit dann, also mit Herzfrequenzvariabilität, messe ich diese Selbstregulationsfähigkeit. Es gibt aber viele Parameter, die wir mit HRV erfassen können. Und nur sehr wenig Parameter sind für uns relevant. Nur sehr wenige Parameter werden tatsächlich diese parasympathische Aktivität widerspiegeln. Es heißt, für uns müssen wir immer den Fokus legen über diese Parameter, die die sogenannte Vagally Mediated HRV repräsentieren, also die HRV, die gesteuert wird von parasympathischen Nervensystem. Das wissen wir durch sogenannte Blockadestudien. Es heißt, mit
sagen wir so, Drogen. Wir haben einmal zum Beispiel das sympathische Nervensystem blockiert oder das parasympathische Nervensystem blockiert und dann schauen wir, wie diese Parameter reagieren. Das wissen wir ganz genau mit standardisierten Parametern von ARV. Problem ist, wenn Hersteller einfach so sich neue Parameter ausdenken, dann haben wir keine Sicherheit, dass das tatsächlich die parasympathische Aktivität spiegelt oder irgendwas. Und Problem mit Statistik, also wenn wir viele neue Index oder so Parameter uns einfach so, oder wenn wir das einfach so erfinden, wir haben keine Garantie, dass das tatsächlich so ein realistischer Marker ist von parasympathischer Aktivität. Also ich nehme mit, die Herz Frequenzvariabilität, oh Gott, ein schwieriges Wort, HRV, durchaus interessant, misst meine Leistungs- oder Anpassungsfähigkeit, aber ob das jeder Tracker so gut kann, da sind wir in der Wissenschaft eher vorsichtig. Wir sagen vielen herzlichen Dank für diese interessanten Antworten an Privatdozent Dr. Sylvain Laborde. Vielen Dank nach Köln. Sehr gerne. Tschüss.